Hallo Leute, ich bin Arnulf und willkommen zu einer weiteren Folge von Ja, der letzte Tag auf Erden. Ja Leute, als allererstes vielen Dank für eure Kommentare. Ich lese alle, ich kann nur nicht alle beantworten. Deswegen habe ich gemeint, ich werde jetzt in jedem Video mich herzlich bedanken für Kommentare. Sei gewiss, ich lese alle, Freunde. Auch Tipps. Und dazu komme ich etwas später. Als allererstes möchte ich euch mal was zeigen, Freunde. Und zwar, ich habe vor letzter Folge, nach der letzten Folge, habe ich noch Event gemacht. Und ich habe euch gesagt, ich zeige euch, was ich bekommen habe in dem Event. Und ja, ich werde euch jetzt zeigen, was ich bekommen habe. Ja, Freunde, alles, was hier außer die Waffen. Ich glaube, zweite Waffe habe ich noch bekommen. Diese Säge habe ich noch eine bekommen. Und das alles, was ich jetzt mitnehme, habe ich auch halt alles bekommen. Und zwar dieses hier. Dieses hier. Dieses hier. Also das hier. Und die zwei. Und eine Waffe. Wie gesagt. Die habe ich alles bekommen. Das hier und diese Waffe noch. Also die Waffe habe ich noch bekommen. Das alles war in dieser Kiste mit dem Event. So, das lege ich jetzt mal ab in meine Sammelkiste. Da wo alles liegt. Warum stotterst du? Fang dich wieder, also alles wird hier jetzt gelegt. Ne, den Motor nehme ich mit, das nehme ich mit. Das lege ich ab. Ich habe so viele schon bekommen, also so viele. Ich habe schon 20er zweimal davon. Das lege ich ab. Und das lege ich ab, also das braucht mein Chopper nicht. Vielleicht was anderes braucht es, also irgendein anderes Fahrzeug. So, was nehmen wir noch mit? Schrauben. Brauche ich nicht. Also nur den Motor. Und ich zeige euch, wie weit mein Chopper so ist. Also Schrauben haben wir komplett. Dem haben wir komplett. Motor haben wir noch nicht komplett. Also rein damit. So, jetzt haben wir 6 von 20. Teilen drin, so von dem Motor. Jetzt habe ich auch noch Durst. Ich gehe mal nach draußen. Da liegen ein paar Flaschen noch drin. Dann habe ich einen geilen Tipp bekommen. Den werde ich euch jetzt zeigen. Denjenigen, die nicht wissen, ja, vielleicht wird es euch nutzen. So. Ein paar Flaschen trinke ich leer. So, zwei Flaschen lege ich wieder sammeln. Ey, das ist die falsche Sache. Raus damit. Ich brauche Flaschen. So. Jetzt geile Tipp habe ich bekommen. Und zwei Leute, geh mal zu dem, nimm das hier weg, also die Leder nehme ich mal weg und lege ich hier alles ab, nicht hier, sondern hier. So, jetzt bevor wir zu diesem Tipp kommen, einer hat geschrieben, wo bekommt man anderes Holz her? Also wenn du jetzt meinst, die Bretter und solche Steine und Eisen, kann ich dir zeigen. Der hat gemeint, ja, wo bekomme ich ein anderes Art von Holz? Der musste da was bauen, und zwar zeige ich was. Also der, so viel ich gelesen habe, so viel ich auch verstanden habe, der baut den Funkturm.
Der hat gemeint, wo bekomme ich dem anderen Eisen und anderen Holz? So viel ich weiß, bekommst du solche Tische und kann so ja einen anderen Art von Holz machen und auch einen anderen Eisen. Ich kann aber noch nur dieses zurzeit nur diese Steine machen, also ja. Die bekommt man hier die Steine und hier die Bretter. Ja, also hier das Eisen. So. Jetzt zu dem geilen Tipp, Freunde, was ich bekommen habe. Der Tipp war so geil, weil ich immer gedacht habe, ja, ich habe, als ich angefangen habe, so viel hier, so viel Gras gesammelt, ja. Und ich habe immer gedacht, ja, wohin mit dem Gras? So viel kann ich nicht rauchen. Aber Spaß beiseite, der hat mir einen Tipp gegeben. Ich habe immer Seile bei den Zombies geholt, ja. Und ich habe versucht, Zombies zu killen. Aber Freunde, vielleicht wisst ihr nicht, noch nicht, oder derjenige, der nicht weiß, sagen wir so. Man legt einfach hier Seile ab und bekommt solche, legt man so Gras ab und bekommt man solche Seile. Der Typ war so geil. Oh nein, ich bin unbewaffnet, lass mich in Ruhe, Zombie. So, ich muss noch mehr schnell eine Waffe craften. Dazu brauche ich Eisen. Ah, shit, ich kann kein Eisen jetzt verschwenden, weil ich brauche das für Kraften. Okay, dann nehmen wir. Ja, ich nehme diese Waffe mal mit. Die macht zwar wenig Schaden, aber die nehme ich mal mit und kill den Zombie. Der wird mir jetzt rache süß, Alter. Jetzt schiebe ich dir diesen Stock sonst wohin. Komm her, du kleiner Missgeburt. Dich mache ich doch. Schieb ihm den Stock sonst wohin. So. Ungebettete Gäste werden bestraft, Mann. Guckt, dann passiert Folgendes, wenn man das Gras reintut. In diesem Ledertrockner. Ja, dann sieht man, dass da die Seilen vorbereitet werden. Aber jetzt machen wir jetzt Folgendes, Freunde. Wir bauen uns einen Fleischtrockner als allererstes. Und ich muss erst mal gucken, was wir dazu brauchen und benötigen. Fleischtrockner, wo bist du denn? Da. Wir brauchen Seile, 5 Bretter und 10 Steine. Gucke ich, 10 Steine muss ich haben, ja. Seile. Und was war da noch? Seile, Steine und Bretter, genau. Bretter müssen hier liegen. Ja. So, los geht's, wir craften das. Ja. Fertigen. Super. Jetzt haben wir was Neues und zwar Fleischtrockner. Ich finde es voll super, dass ich jetzt auch noch Fleischtrockner habe. Ne, du wirst draußen trocknen. So. Denn, Freunde, ich will euch mal zeigen, ich habe da was gesammelt. Dieser getrocknete Fleisch, der bietet ziemlich viele, also das füllt sie ziemlich viel Leben. Also ich zeige euch mal. So, 20 glaube ich war das. Auf jeden Fall habe ich da rohes Fleisch gesammelt. Der soll sich jetzt trocknen. Das Geilste daran war, man verbraucht keine Holz und so wie beim Kochen. So, eins haben wir. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sache. Den Tisch.
Dazu muss ich aber erstmal was bauen, und zwar also etwas noch kraften. Ich hoffe, es reichen mir die Seile. Und wenn nicht, habe ich Pech. Denn, wartet mal, die Seile, die sind doch nicht fertig da, oder? Ja, eine Seile ist fertig. Guckt euch das an. Um ein Seil zu bekommen, verbraucht er 2 Gras. Okay, ich hoffe, 3 reichen. Freunde, ich brauche eine Truhe. Und zwar eine größere Truhe. Die hier. Und das verbraucht 5 Seile. Mist. Aber okay, dann bauen wir erstmal den Tisch. Gucken wir mal. Tisch. Diesem Tisch meine ich. Braucht man 15, 9 und 20. Ich erlerne das erstmal. Also 20 Bretter, 15 Eisen und 5 von denen. Okay. So, Leute, gucken wir, ob wir das alles haben. So, Steine ich mal hier. Lege ich mal ab hier. Und gucke ich. Aha, ich habe jetzt Hunger. Verdammt, es fehlt nur 15. So, dieses Holz lege ich hier ab und dann nehme ich mit. Ich glaube, es reicht an den Eisen nicht, oder? Doch, es reicht alles. Fertigen wir mal diese Sache. Also diesen Tisch fertigen wir mal los. So, gebaut. Alles andere lege ich gleich mal ab, damit es nicht rumliegt. Hier. Und ja, den Rest kann ich eigentlich an den Chopper verwenden. So. Den Rest verwende ich an den Chopper. Ja, hier. So, da fehlt nicht mehr viel, dann ist es auch fertig. Dann ich nehme mal eine Waffe, eine bessere Waffe und gehe mal kämpfen. Und zwar diese Waffe werde ich verwenden. Ausrüsten. Die Waffe lege ich ab. So, kleine Zombies. Achso, ich mache jetzt Schnitzel. Wenn ich aus der Tür rauskomme. Vielleicht klappt es auch mit den Seilen, dann können wir gleich das hinstellen. Freunde, ich muss euch mal was sagen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber ich habe 2 Passwörter für Alpha Bunker rausgeschrieben. Ja, ich habe gestern war ich online unterwegs und aus Versehen halt reingeschrieben Codes für Alpha Bunker. Hab dann Kommentare gelesen und in einer dieser Kommentare war der erste Code. Dann war ich weiter unterwegs und der eine hat gemeint, ja, wer kennt den Code und so weiter. Und da als Antwort hatte der andere dem dann geschrieben, ja, das Code ist richtig. Die Codes werden wir verwenden in einer weiteren Folge. Heute geht es nur um diese 2 Sachen, die ich craften möchte. Und ja, heute möchte auch wollte ich euch mal zeigen, diesen Tipp, was ich ja bekommen habe. Vielen Dank dafür nochmal. Für den Tipp. Finde ich echt geil. Zombies, euch schlachte ich alles jetzt. Komm. Säg den weg. Hihi.
Voll geil. Oh, Seile. So, jetzt guck. So, Zombies. Komm, schlachten wir sie mal. Nee, sammeln, du Blöde. Ich schlachte dich alle. Alles erledigt. Die Zombies sind alle jetzt tot. Oder? Nein, nicht weglaufen. Ich wollte dich mal schlachten. Warte, warte. Warte. Dein Fleisch brauche ich. Guck. Ja, komm. Schlachten. Ist voll weg, weit geflogen, ne? So, nur noch ein Seil, dann kann ich auch die Truhe mal craften, Freunde. Ich suche jetzt aber auch die anderen jetzt Truhen. Wir leveln uns noch ein bisschen. Klappe! Kleiner Missgeburt, ey. Ehrlich, ich habe mich gerade echt geheilt und was macht er? Der killt mich. Aber da ist noch ein Zombie. Noch mehrere sogar. Wartet. Kill ich mal. Und eine Truhe haben wir schon entdeckt. Ii. Alles durchgeschnitten. Ii. Total blutiges Spiel. Warte. Brauch mal das. Hol mal das. Hol jedes Mal diese Kisten. Und bei Events bekommt man was Besseres als halt hier. Aber hier bekommt man auch nichts Schlechtes Sachen. So. Jetzt kommen wir mal zurück. Na, bevor wir aber gehen, will ich die Zombies mal killen. Ist auch cool. Zombies killen. Oh, komm. Komm jetzt. Verdammt, stottere nicht rum. Da ist noch Zombie. Die kill ich einfach. Fertig. Ich habe ein Ziel bekommen, keinen Zombie am Leben zu lassen. Yeah. Jetzt kommt Seil. Ey, diesen Tampon will ich nicht haben. Ein Wolf kommt von hinten. Super, danke. Komm jetzt, Mann, hör auf zu stottern. Levelaufstieg. Jawohl. Darauf habe ich gewartet, Freunde, denn ich kann mir jetzt neue Waffe craften. Also auf diesem Levelaufstieg, Freunde, habe ich einfach gewartet. Denn, Freunde, ich kann da jetzt craften. Eine neue, stärkere Waffe. Werde ich auch tun. Jetzt verpissen wir uns. Ja, wir gehen jetzt nach Hause, Freunde. Denn Seile musste ich jetzt haben. Komm. Gehen wir nach Hause, damit wir endlich mal die Sachen gekraftet hinbekommen. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum es stottert. Ich glaube, das Server bei denen geht wieder zur Neige. So, bald müsste ich was zum Trinken haben. Und dann, ja. Komm jetzt. So, ich will jetzt was gucken, Freunde. Ich möchte jetzt was schauen. Und zwar in dem Ofen. Was passiert, wenn ich den fertigen Eisen nochmal hinlege zum Schmieden? Und diese Waffe lege ich ab, die ist viel zu gut, um sie einfach so zu verschwenden.
Baue mir aber jetzt noch stärkere Waffe als Messer. Ich würde so gerne jetzt das fertig haben, was ich heute vorgehabt habe, also diesen Tisch herstellen und noch eine Truhe. Komm, jetzt lauf. Ja, ich weiß, du hast Durst. Aber wenn du zu viel trinkst, bekommst du Pipi-Einfall. Was ziemlich auch geil ist, Freunde. Ich finde es voll geil. So, jetzt nochmal reinmachen. Dass dieses Spiel alles miteinander verbunden hat, Freunde. Das finde ich cool. Zum Beispiel, wenn du zu viel trinkst, dann bekommst du so Kloanfall. Also, dass du jetzt auf dem Pissstuhl musst. Okay, Seile habe ich jetzt. Und, oder, ja, dass man die Dusche nicht umsonst baut, nicht damit sie da so schön steht und schön aussieht, sondern dass du sie benutzen kannst. Das finde ich an diesem Spiel ziemlich geil. Was ich allerdings nicht so gut finde bei diesem Spiel, dass das hier alles zeitlich bedenkt ist. Das finde ich nicht so. Also, wenn das nicht so viel Zeit verbraucht hätte, ja, dass du jetzt warten musst, bis die Sachen dann fertig sind und so. Das wäre jetzt meine Meinung, ja, zu viel. Ja, du kannst zum Beispiel, wenn du etwas bauen möchtest, musst du drauf warten, bis es fertig ist. Und das finde ich jetzt nicht so schön. Allerdings, ich glaube, wenn man jetzt so macht, dass ja, dass es alles schnell geht, wie bei Minecraft, verliert man dann den Spaß bei der Sache, glaube ich. Ja, also man baut dann schnell, was man alles braucht und ja, geht halt alles schnell und wäre dann zu schnell und dann wäre der Spaß bei dem Spiel auch ziemlich schnell vergangen. Und so musst du ja alles überlegen, ja, was du gerade brauchst. Und das finde ich jetzt auch andererseits ziemlich geil. Ja, dass man wirklich alles überlegen muss und strategisch vorangehen sollte. So, jetzt allerdings, Freunde, erstmal bauen wir mal eine Kiste. Ja, Bretter. Da war doch noch was. Und zwar Bretter. So, jetzt allerdings. Komm. Super. Legen wir hier alles ab. So, die Bretter. Seht ihr, was ich gemeint habe? Also, jetzt muss ich mir überlegen. Aha, ich brauche jetzt Holz. Ich muss jetzt hingehen. Mir Holz holen und das ist ja also zeitlich bedingt. Dann muss ich mir schon voran überlegen. Aha, jetzt muss ich jetzt Holz holen gehen und dann schon Holz vorbereiten und so weiter. Und da hättest du einfach also gegenüber zu den anderen vielleicht auch nicht so schnell wachsen, ja, also wenn die anderen, wenn du jetzt diese zeitlich bedingt wegschaffst, wird einfach anderen keine Zeit haben, ne? Also, jetzt, was machen wir jetzt, Freunde? Es ist ganz einfach. Ich räume gerade die Sachen ab, damit ich das Essen jetzt dahin legen kann und da, wo das ganze Essen jetzt liegt, ja, werde ich jetzt einfach. Wo war die ganze Heilung jetzt? Es sind so viele Kisten hier. Ja, das war hier. So, einfach ablegen. Okay, jetzt nehmen wir uns das ganze Essen und legen ab. Und das sind die ganzen Wasserflaschen. Das ganze Essen. Dosenfutter hier. Ja. So.
So. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes, Freunde. Wir gehen auf Möbel, zerstören die Kiste erstmal. Wir nehmen die Kiste mal hier rein. Okay. Hier wird jetzt ja unser Tisch stehen. Nee, sag nicht, ich muss jetzt noch meinen Boden hier so schön machen. Ah, fuck. Okay, dann muss ich halt wartet. Muss gucken, ob ich die. Nein, habe ich nicht. Also das kann ich jetzt wegwerfen. Das brauche ich nicht mehr. Dann muss ich doch noch Steine. Hör auf, Hunger zu haben, Mann. Du frisst mir die ganze Haare aus dem Kopf. So, jetzt liegen das ganze Fleisch hier rein, die ganzen Dosen. Tut mir leid, Freunde. Jetzt muss ich auch noch Boden da machen, damit es. Oder nein, ich glaube nicht, dass man das draußen baut. So, und das Ganze hier noch. So, jetzt habe ich hier alles aufgeräumt sozusagen. Jetzt brauche ich, was brauche ich? Steine, glaube ich, und Holz. Wir versuchen mal so. Also, ich glaube, mehr als 5 wird es nicht brauchen. Steine. Und Holzbretter. So, ich mache jetzt diesen fertig, damit wir nächste Folge was anderes bauen können. Ja, aufmotzen. Und ich hoffe, jetzt wird es funktionieren. Tisch bauen, hierhin, umdrehen. Super, jetzt steht der ganze Tisch hier. So, Radio wird später weggehen. Ich guck mal, was wir da. Zum Beispiel hier. Funktioniert nicht. Gut. Machen wir halt diese Tampons rein. So, machen wir mal das hier rein. Gucken, was wir daraus bekommen. Yeah, supi. Cool. Die Tampons sind auch zum Verwenden da. Gut. So, Freunde, also genug für heute. Ach so, ja, ich wollte die Waffe noch ablegen. Ja, komm, gib mir mal die Waffe her. So, wir haben uns gelevelt. Wir haben auch was gut heute hinbekommen. Jetzt gucken wir mal, was ich jetzt als nächstes bauen kann. Auf jeden Fall, ich bin auf diese Waffe gespannt. Ich will diese Waffe haben. Die ist jetzt stärker als dieser Hackenmesser. Und ja, die Waffe möchte ich haben. Ich brauche 7 Eisen und 3 davon. Warum bauen wir sie nicht dann? Bin sowieso ohne Waffe. Gucke ich, ob ich den Eisen habe. Und bauen wir uns gleich die Waffe. Denn nächstes Mal will ich wieder mal leveln gehen. Um Holz zu machen. Ich muss alle Sachen mal zusammen machen. Also ich habe nur 3 Eisen. Sprich, ich nehme mal mit. Nehme ich Mehl mit und gucke in den Ofen, ob ich da noch fertigen Eisen habe. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze craften können.
Ja. Super. Ich habe meine neue Waffe. Wie viel Schaden machst du? 17. Und das gleiche, was eigentlich das Messer macht. Ist aber egal. So, Freunde, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, ich werde noch arm mit dem Kerle. Der frisst mir mein ganzen Essen weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ist ein bisschen längere Folge geworden. Ja, Kommentare, Tipps sind erwünscht. Likes. Mich freut es immer. Und ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liked, kommentiert und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Und bis dahin, Freunde, euer Lone Wolf. Vielen Dank, haut rein, schönen Tag noch, tschüss.